Scheiße. Flammen. Typen. Ist schon dabei. Wow. Da eine Leiter. Hoch. Springen. Da geht's ganz schön abwärts, also weiter. Ich sitze hier in einem Backofen. Nein. Hilfe! Geschafft, denke ich. Oh, Scheiße. Okay. Das Medikit reinhauen, hier ist zu. Actions, ganz viel davon. Und ein Knöpfchen. Hey, der Witzka aber auch. Menge registriert. Wird heruntergefahren. Okay, Leute, wir sind relativ in Sicherheit. Hier ist alles angesenkt, hier komme ich auch nicht weiter. Halt. Eine Tube Colgate. Einen alten MP3-Player. Immer fleißig Medikits dabei haben, das ist wichtig. Das. Jawohl, ja. Ein Geräuschmacher, den auch dabei haben. Habe ich nicht. Reicht nicht. Aber jetzt kann ich den Kleber mitnehmen. Das ist doch schön. So, den Abschnitt, den ich jetzt, den ich kannte, haben wir jetzt weitgehend hinter uns. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Das putte ich ja. Aufzugstörung. Reparatur benötigt. Da könnten noch mehr sein. Schießt einfach auf alles, was sich bewegt. Ist doch alles total verrückt. Reiß dich zusammen. Sie haben ihn einfach getötet. Und jetzt sind sie auch tot. Also beruhig dich einfach. Überschreiben, ja.
Lasst uns töten. Na, kein Teil von dem Molly. Molly. Ein direkter Kampf, aber zwecklos. Das sind Ratten. Große Ratten. Alles klar bei euch? Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid gleich beim System- und Synthetenlager. Da gibt's genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir haben einen Bedarfsandroiden an. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unternimmt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen, sollte in Ordnung sein. Er wird wissen, wie man den Aufzug repariert. Okay, Francis, Ende. Arschloch. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Schwierig. Es ist schwierig, sich mit den Leuten anzufreunden. Mit dem. Weiß schon. Na? Scheiße. Hast du das gehört? Nein. Ciao. Mensch. War nichts weiter. Nur Menschen, ja. Hoffe ich. Das ist jetzt der. Der Gordon Freeman Gedächtnisschacht. Ich glaube, wir sitzen unter den Säcken. Diese Musik macht mich gerade fertig. Hallo. Oh. Ich sollte vielleicht zur Seite gehen, falls mich doch irgendwer sieht. Ich werde bald sterben müssen. Sterben. Ein Sprengkapsel. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Komme ich hierher? Raus. Ich könnte für eine Zigarette töten. Bevor du jemand tötest, hol ich mal den raus. Ich werde hier nicht verrecken. Auf keinen Fall. Das waren nur die Ratten. Nö, ist nichts. Mal keine Bange, Leute. So, ich habe euch gut im Blick hier. Gibt's hier was Schönes für mich? Grundlos komme ich ja sicher nicht rauf. Da ein Synthet. Ein Ex. Ich dachte vorher schon, ich hasse Sieks. Ja, aber trotzdem angeheuert, ne? Für Geld macht man noch einiges. Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Eine Karte. Bringt mir nicht allzu viel. So andere töten und so.
Hey, so einen habe ich auch. Von Samami. Mühle und Millend. Nichts unter dem Tisch. Sehr schön. Ich denke, ich kann aufstehen. Das ist ein großer Atari-Controller. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Ja, stimmt schon. 10 Euro. Lalalala. Aha. Aha. Das war erstaunlich, ja? Viele. Smythe, ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Das läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Nur zum Ende. Noch so ein tolles Arschloch. Bin ich denn nur von Arschlöchern umgeben? Ich dachte gerade, es wäre ein Lippenstift. Aha, nichts auf dem Tisch. Schön. So, was gibt's hier zu lesen? Hiwi-Geschwafel. Willkommen in Sebastopol, Mann. Ja, Lagerinventar, das ist vielleicht noch Santa. Ja. Yeah. Nee, das ist eigentlich alles sinnlos gewesen. Hey, das Ding ist gut. Hab es gerade gehört. Ja, eine, man kann dem Viech entkommen. Wenn wir das sehen, rennen wir einfach. Na klar. Rauchgranate. Mach ich ihn hier blöd. Es fühlt sich euch noch viel schlimmer an, Jungs. Wie es aussieht, komme ich wieder runter zu euch. Langsam. Ah, ich bin wieder hier unten, ja. Willkommen in der Zukunft der Lagertechnologie. Du bist eine Dekotür. Das Komponentenlager, ich bin da. Okay. Tut mir leid, ich habe mir angewöhnt, langsam zu gehen. Eine Impfpistole, das ist schön. Ein Terminal. Schauen wir mal, was es hier gibt. Fehler, kann nicht gesendet werden. Privat morgen gemeinsam. VIP-Besuch. Das könnt ihr euch jetzt mal ansehen, wenn ihr auf Pause drückt. Ich scroll das mal langsam durch hier. Okay, und Audio. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Vergeigen Sie das nicht. Spedding Ende. Da war doch gerade was.
war gerade ein Code. Schlüsselcode. Schlüsselkarte benötigt. Ich höre da Geräusche, das gefällt mir nicht. Okay. Was mag dies nur sein? Das finden wir schon noch heraus. Gerät unzureichend. Looks like gas. Scheiße. Ich hab gespeichert. Wie lange lebst du hier drin? Das war doof. Na gut. Wir müssen also was gegen das Gasding finden. Wieder runter. Upwards. Da ist ein Versorgungsschacht, aber er ist zu. Nutzt die Androiden als Zugang zum Komponentenlager da vorne. Mag es dieser sein? Da höre ich hier einen Androiden aus anderen Gründen werke. Okay. Dieser Blick. Gibt es hier was Schönes für mich? Das nicht, aber sieht interessant aus. Ah, hier geht's raus. Was sind das? Mein Sicherheitsgenerator wurde verbessert, um noch mehr Sicherheit zu generieren. Na gut, Leute. Aber wie weit wir jetzt mit unserer Sicherheit kommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, nicht wahr? Bis dann, wenn es wieder heißt, irgendwas kommt durch die Lüftungsschächte. Bis dann. Ciao.